So, Bett mitnehmen. Richtige Richtung einschlagen. Da kamen wir her. Da war Wein. Irgendwo hatte ich doch jetzt hier einen gesehen. Die haben ja auch andere Blätter. Da hinten sind wieder welche. Ja, da sind einige. Also hier waren wir noch nicht. Sonst hätte ich die alle mitgenommen. Aber wir sind hier schon. Da ist der Biombruch. Biombruch heißt das. Ach so. Ja. Geschichte haben wir jetzt mal. Und zwar von einer ganz anderen Richtung her. Geschichte ist ja etwas, das kann bedeuten, dass man Zahlen auswendig lernt. 333, wer ist das? Kellerei. Für mich ist Geschichte aber nicht das. Das kann ich alles nachschlagen. Da gibt es Wikipedia und was weiß ich alles. Da kann ich gucken, wann die Schlachten genau waren. Ja. Kann ich im Internet gucken. Das kann ich in irgendwelchen, wenn ich kein Internet habe, gibt es Atlanten, historische Atlanten, wie den Putzger zum Beispiel oder wie sie auch immer heißen, den so einen bayerischen Schulatlas, Geschichtsatlas gibt es da. Ich habe da so ein paar zu Hause hier. Es gibt Fischer-Taschenbücher, Geschichte. Und das ist alles ganz toll. Also brauche ich mir das nicht auswendig lernen. Was aber wichtig ist, die Zusammenhänge zu begreifen. Und da ist meiner Meinung nach Geschichte wichtig für. Also Zusammenhänge. Fangen wir doch mal an. Am 17. Dezember 2010. Was war denn da? Am 17. Dezember 2010. Und da habe ich mal eine. Mann, das muss man ein bisschen rüberschieben hier. Ein Typ. Hopsa. Ein Typ Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi. Dezember 2010. Das war ein tunesischer Gemüsehändler oder Obsthändler, auf jeden Fall ein Händler, der sich dann selbst angezündet hat aus Protest gegen die Regierung. Was ist daraus entstanden? Wenn man sich das mal dann überlegt, daraus ist entstanden, dass in Tunesien der Regierungschef Ben Ali gestürzt wurde, weil er dann nicht mehr haltbar gehalten werden konnte. Haltbar war die Haltbarkeit war abgelaufen. Und er wurde gestürzt. Das haben in den Nachbarländern natürlich die Leute auch mitgekriegt. Ja, ich verstehe ja kein Arabisch, wenn ich arabische Nachrichten höre, aber Arabisch ist ja doch eine in der Ecke zumindest sehr verbreitete Sprache, die überall mehr oder weniger gesprochen wird. Sind das auch Birken? Ja. Ja. Das auch dann. Ich glaube, ich gehe besser nach den Blättern. So, dann haben sie also in den Nachbarländern Tunesiens, Algerien, weiß ich gar nicht, da ist es wahrscheinlich unterdrückt worden oder sie haben ein paar Kompromisse gefunden, Marokko genauso. Da ist ja alles mehr oder weniger beim Alten geblieben. Aber dann Libyen und Ägypten kamen ja dann als nächstes, glaube ich, Ägypten. Da war ja der Mubarak am Ruder und der wurde dann auch von den protestierenden Menschen mehr oder weniger aus dem Amt gejagt. Die Militärs haben sich da relativ zurückgehalten und haben ihn nachher auch nicht mehr gestützt. Den guten Mubarak. Und ja, dann ist er halt. So, da sind wir. Okay.
haben wir echt alles aufgesammelt hier an Birken, was hier war. Also an Bäumen. Ja, und der Mubarak wurde also gestürzt, ihm wurde der Prozess gemacht und es wurden Wahlen abgehalten. Nun haben bei den Wahlen dann die Muslimbrüder gewonnen. Ja, das ist eine Gruppierung etwas, jetzt keine Islamisten, sondern eine etwas, ja, manche sagen auch Terroristen dazu, ich weiß es nicht, ich lebe ja nicht in so einem Land, aber würde man vielleicht sagen können, vielleicht so eine arabisch-nationalistische Bewegung, also keine Ahnung. Aber das ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall wurden die also gewählt. Oh, hier steht ja eine Werkbank. Eine Werkbank. Ich glaube, da sind wir mal gewesen. So. Der wurde also dann abgewählt. Oder nicht gewählt, sondern abgesetzt. Dann wurde der Herr Mursi oder Al-Mursi oder wie auch immer er heißt, da haben wir auch gewütet, da hängt noch ein bisschen Blatt in der Luft. Also echt mal gucken, haben wir keine Blätter da oben, sind noch etliche. Okay. Ja, der Herr Mursi wurde abgesetzt und ja, so ist das dann halt. Na, dann hat er das aber auch nicht richtig in den Griff gekriegt. Der Typ war irgendwie, glaube ich, nicht so ganz fähig, einen Staat zu führen. So habe ich den Eindruck. Und irgendwie hat das dann nicht so ganz geklappt. Dann wurde er auch abgesetzt und der Verteidigungsminister hat dann die Macht übernommen. Sisi, na, hat ja nichts mit unserer österreichischen Nachbarin Sissi zu tun, die aus Bayern kam, dann nach Österreich geheiratet hat, sondern der heißt zufälligerweise Sissi, Al-Sissi oder Ben-Sissi oder wie auch immer. Al-Sissi, ne? Al-Sissi. Ja, und so ist das dann halt gekommen. Damit war in Ägypten alles vorbei. Muslimbrüder sind wieder genauso verboten wie vorher. Vielleicht noch ein bisschen mehr verboten. Werden mehr verfolgt vom Staat. So, dann Libyen. Ne? Libyen war Muammar al-Gaddafi. Den Namen hatte bestimmt schon mal jeder gehört, weil der ja ständig bei uns in den Nachrichten war. Und ein Schlucht. Ein Schlüchtchen. Huch, ein Schwein. Ein Schaf, ein Schwein. Ja, und Gaddafi wurde dann auch gestürzt. Und da hat dann der Westen so ein bisschen mitgemischt. Bei Tunesien und bei Ägypten hat er sich rausgehalten, bei Gaddafi, weil dem Westen Gaddafi halt sowieso ein Dorn im Auge war, hat er so ein bisschen mitgeholfen, ihn zu stürzen. Was ist daraus passiert? Also er hat, ich weiß nicht, ob der Westen jetzt die Rebellen mit Waffen versorgt hat, unterstützt hat. Auf jeden Fall hat er dort Luftangriffe wegen einer Flugverbotszone gemacht und um die Rebellen zu schützen. Jetzt haben sich die Rebellen entzweit und haben inzwischen haben sie sich wieder zusammengerauft, habe ich gelesen. Ja, das sind noch genügend. Inzwischen haben sie sich wieder zusammengerauft, aber die Rebellen wurden damals offenbar von Gaddafi oder die Stämme, die unterschiedlichen arabischen Stämme,
und Berberstämme, die da in Nordafrika, in Libyen herumlaufen, wohnen, wurden halt von Gaddafi ein bisschen mit harter Hand, wenn man so will, unterdrückt und unter Kandare gehalten. Und wenn dann natürlich dieser Typ dann mal nicht mehr da ist, dann ist es ja völlig klar. Ich nehme mein Bett wieder raus.